Update Wirtschaft. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen hier vom Frankfurter Parkett. Heute Morgen kam eine ganze Flut von Zahlen von Unternehmen, auch von Automobilherstellern, nämlich Volkswagen und BMW. Und da sieht man schon, wie schwierig die Lage weiterhin ist. Elektromobilität schwierig zu verkaufen. Verbrenner möchte man gerne verkaufen, darf man aber irgendwann nicht mehr. Man muss zweigleisig fahren, viel investieren, hat hohe Kosten und die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht. Das hat Spuren in den Bilanzen hinterlassen und die Autohersteller ruderten in der Vergangenheit jetzt in den letzten Wochen schon wieder so ein bisschen zurück mit ihren Elektrostrategien. Bis wann wird es also noch Verbrenner geben? Fragt man die Industrie lieber noch länger als 2035? Fragt man die EU-Kommission dann maximal bis 2035? Ende offen. Fragen wir einen, der sich damit auskennt, den Automobilexperten Guido Reinking, der mir jetzt zugeschaltet ist. Schönen guten Tag, Herr Reinking. Guten Morgen, Frau Jahn. Ja, gerade war ja noch Wende zur Elektromobilität, aber gerade heute hat sich wieder in den Bilanzen gezeigt von Volkswagen und auch BMW, wie schwierig das ist. Wollen die jetzt lieber doch ihre Verbrennerstrategien verlängern oder müssen die das vielleicht sogar, damit sie Geld verdienen? Naja, in Europa sieht es für den Verbrenner alles andere als gut aus. Also ab 2035, wenn es dann überhaupt noch als Neuwagen Verbrenner gibt, ich meine, die auf den Straßen sind, werden dann noch lange gefahren werden können, aber eben nicht mehr als Neuwagen zugelassen. Da wird der Verbrenner im Pkw-Bereich sicherlich nur noch ein Nischendasein führen, vielleicht für ein paar Sportwagenhersteller wie Ferrari oder Porsche oder für spezielle Anwendungen. Aber in der breiten Masse wird ab 2035 das batterieelektrische Auto sich durchsetzen. Im Pkw-Bereich. Im Nutzfahrzeug, beim Lkw, sieht das ganz anders aus. Da wird man sicherlich noch länger Verbrenner brauchen, weil eben diese langen Distanzen mit 40 Tonnen Lkw lassen sich batterieelektrisch derzeit eben noch nicht wirklich darstellen. Nun haben verschiedene Hersteller wie Ford, Mercedes oder auch Porsche gesagt, ach nee, wir gucken mal je nach Nachfrage, vielleicht bauen wir die Verbrenner noch länger. Aber einer hat sich sehr definitiv entschieden und ausgerechnet BMW ist da jetzt viel vehementer gegen die Elektrostrategie vorgegangen. Und das eigentlich die in Deutschland von den großen Autoherstellern da am weitesten waren und gefühlt die meisten Elektroautos verkauft haben und mit ihrer Strategie und ihrer Technologie doch schon so weit waren. Ja, BMW ist da wirklich ein Sonderfall unter den deutschen OEMs, beziehungsweise ja, hat sich eben die Flexibilität erhalten. Und das gilt auch für Hersteller wie zum Beispiel der Stellantis-Gruppe, wie Opel und Peugeot und so und Fiat und so weiter. Die haben sich eben die Flexibilität erhalten. Die bauen auf einer Fahrzeugplattform in einem Werk, wie zum Beispiel bei Opel in Rüsselsheim, parallel Verbrenner, batterieelektrische Autos und Plug-in-Hybride. VW hat eine andere Strategie gefahren. Die haben manche Werke, wie zum Beispiel das in Emden, in Leipzig oder was Sie gerade erwähnten, in Brüssel, komplett auf E-Mobilität umgestellt. Und dieser Mangel an Flexibilität rächt sich jetzt. Das Werk Brüssel steht ja möglicherweise sogar vor dem Aus, weil eben die Nachfrage nicht so schnell wächst nach Elektroautos, wie man das vor 5 Jahren prognostiziert hatte. Und das ist eben der Unterschied zwischen den Strategien dieser Hersteller. Im Moment profitiert der flexibel ist, eben BMW. Mhm. VW nennt das eine Doppel-E-Strategie. Was heißt das? Und heißt das, dass doppelt nicht einfach auch doppelt Geld kostet? Doppel-E-Strategie. VW hat sich eben jetzt überlegt, wir können nicht so früh aus dem Verbrenner aussteigen. Erstmal, weil die Märkte das nicht akzeptieren. VW ist ja ein Weltkonzern. Selbst in China gibt es ja kein Datum für das Verbrenner aus. Da entwickelt sich die E-Mobilität sehr schnell. Aber der Staat hat keine Vorgaben gemacht, wann Verbrenner nicht mehr zugelassen werden dürfen. Da gibt es übrigens außerhalb Europas nur ein einziges Land, Äthiopien, das eine solche Vorgabe gemacht hat. Sonst halten sich das alle offen. Und deswegen muss VW weiter Verbrenner entwickeln. Das gilt für jeden weltweit aufgestellten Automobilkonzern, weil es eben Märkte gibt wie Nordamerika oder auch Südamerika, wo es gar nicht absehbar ist, dass die gesamte Mobilität auf das batterieelektrische Fahrzeug umgestellt wird. Nun ist ja die Nachfrage das eine. Das andere sind die Kosten und da schlägt vor allem die Batterie ordentlich zu Buche. Welche Rolle spielen denn Batteriekosten, auch Batteriekapazitäten, Batteriezulieferer in diesen Gedankenspielen?
Das ist natürlich eine ganz zentrale Frage. Die Batterie ist das mit Abstand teuerste Element an einem batterieelektrischen Auto. Die kostet ungefähr doppelt so viel, wie der Verbrenner derzeit im Fahrzeug kostet. Aber die gute Nachricht ist, Batteriepreise sinken derzeit um 10-15% im Jahr, während der Verbrenner, weil die Anforderungen an die Abgasemissionen immer höher werden, immer teurer wird. Das heißt, irgendwann werden sich diese beiden Technologien sogar in ziemlich naher Zukunft schneiden. Und dann wird man feststellen, dass das batterieelektrische Auto dann sogar billiger ist als der Verbrenner. Und dann wird sicherlich die Nachfrage von allein anspringen. Nun ist die Abhängigkeit deutscher Hersteller da enorm groß. Die meisten Batteriehersteller sitzen in Asien mit den ganzen Zollstreitigkeiten. Ist das eine unsichere Bank? Jetzt sind einige auf die Idee gekommen, können wir ja auch selber machen. Ist nicht so einfach. Und die nächsten sagen, na gut, dann kaufen wir einen oder steigen ein, wo es einer schon kann, namentlich Porsche, bei Varta. Macht sowas Sinn oder macht sowas wieder neu abhängig? Naja, Varta ist ein bisschen ein Spezialfall. Das Unternehmen ist in die Krise geraten, nicht wegen Elektromobilität, sondern die haben sich verkalkuliert, was Akkus für Ohrhörer anbetrifft. Porsche steigt dort ein, um die Lieferkette zu sichern. Die haben gerade ein neues Produkt auf dem Markt, einen Sportwagen, der mit einem elektrisch angetriebenen Turbo daherkommt. Und dafür brauchen die eine spezielle Varta-Batterie. Wenn die Firma jetzt tatsächlich in die Knie ginge und könnten nicht mehr liefern, dann wäre das natürlich für ein Unternehmen wie Porsche schlecht. Deswegen steigen die dort ein. Insgesamt ist es so auf dem Batteriemarkt, die Chinesen bauen da im Moment gewaltige Kapazitäten auf. Viele sagen Überkapazitäten. Und das führt aber dazu, dass die Preise ins Rutschen geraten. Übrigens ganz ähnlich wie bei Photovoltaikanlagen, wo ja auch die chinesischen Kapazitäten dafür gesorgt haben, dass weltweit die Preise dort ins Purzeln geraten sind. Und das wird bei den Batterien möglicherweise auch passieren. Das ist keine gute Nachricht für die europäischen Batteriehersteller, die natürlich diese geringen Kosten, die man in China bei der Produktion hat, nicht unbedingt nachvollziehen können. Aber es ist eine gute Nachricht für die Verbraucher, weil eben die Batteriepreise ins Rutschen geraten und die Kapazitäten pro Dollar, pro Euro gleichzeitig steigen werden. Nun sind die Qualitätsansprüche in China ein bisschen anders als hierzulande und die Qualität am Ende des Tages ist dann auch etwas anders als hierzulande. Man sagt, dass da auch eine große Fehleranfälligkeit besteht. Ist das vielleicht auch für Batteriehersteller aus Deutschland, Europa, Zulieferer eine Chance, dass es nicht das Gleiche passiert wie bei der Solarindustrie? Das Problem ist, dass man bei der Batterieproduktion wirklich wissen muss, was man tut. Man hat eine sehr flache Lernkurve. Ein großes Batteriewerk produziert in den ersten Monaten und Jahren jede Menge Ausschuss eben von Batteriezellen, die gar nicht verwendet werden können, weil die irgendwelche Fehler haben. Das ist sehr kompliziert und schwierig. Da haben die Chinesen einen langen Entwicklungsvorsprung. Die haben in den 90er Jahren mit dieser Technologie angefangen, gerade als die Batteriehersteller in Europa mehr oder weniger einer nach dem anderen zugemacht haben. Das heißt, diesen Entwicklungsvorsprung nachzuvollziehen, das wird den Herstellern, die hier in Europa im Moment solche Werke aufbauen, sehr schwer fallen. Und da muss man sagen, da müssen die endlich ran. Vor allen Dingen, wenn der nächste große Technologiesprung kommt hin zur sogenannten Festkörperbatterie, wenn da die Zulieferer und Unternehmen in Europa nicht dabei sind, dann müssen sie wahrscheinlich aus dem Markt aussteigen, so ähnlich wie das eben bei den Photovoltaikanlagen auch passiert ist. Also da sind im Moment die Jahre der Entscheidung, wo es darum geht, wer wird künftig in dieser Technologie eine Rolle spielen. Und da muss Europa wirklich aufholen. Jahre der Entscheidung, die Zeit läuft. Es gibt andere Länder, die haben schon straffere Zeitvorgaben, wann der Verbrenner Geschichte sein soll. Also Norwegen ab 2025, das ist quasi gleich. Großbritannien hat erst gesagt 2040, dann 2035. Die neue Regierung sagt 2030. Möge es klappen oder nicht. Dänemark auch 2030. Kippt also das Verbrennerverbot 2035 in der EU vielleicht doch noch? Oder sehen wir wirklich demnächst schon eine zweigeteilte Autowelt, ein elektrisches Asien mit versprengten Teilen andernorts und ein verbrennermotorisiertes Resteuropa?
Ich denke, dass tatsächlich das auch ein großes Problem ist für die Autoindustrie, dass eben jeder, der im Moment sein eigenes Süppchen kocht. Es wäre natürlich viel besser, wenn die EU jetzt wirklich eine Vorgabe machen würde, die auch denn in allen EU-Ländern gilt, ab wann das batterieelektrische Auto sich durchsetzt, beziehungsweise wann eben Fahrzeuge, die CO2 emittieren, denn darum geht es ja eigentlich, es geht ja um das Thema Klimaschutz, nicht mehr gestattet werden. Wenn man die Regelung so durchsetzen würde, würde das bedeuten, dass in bestimmten Nischen eben auch Verbrenner noch eine Rolle spielen können, wenn sie denn mit CO2-neutralem Kraftstoff betrieben werden. Das ist genau die Kernfrage, die im Moment diskutiert wird. Aber hier wirklich verlässliche Vorgaben zu machen, ist für alle wichtig, auch übrigens für die Automobilindustrie, denn die müssen jetzt schon wissen, welche Autos sie in 5 oder 10 Jahren produzieren sollen. Das ist nämlich der Planungshorizont, den ein solcher Autohersteller hat. Das heißt, wenn es irgendwas wirklich geben muss, dann ist es jetzt endlich mal eine Planungssicherheit, auf die sich alle verlassen können, die Verbraucher, die Industrie und natürlich auch die Politik in den einzelnen Mitgliedsländern. Sonst haben wir tatsächlich ein Planungschaos und für die Autohersteller, ebenso für die Verbraucher, kann man sich eigentlich kein schlechteres Szenario vorstellen. Also eine Branche, die auch lange im Voraus planen muss, was nicht in jeder Branche so wahnsinnig üblich ist. Guido Reinking, kannst du vielen Dank. Dankeschön. Gerne, Frau Erhard. Danke. Ja, nicht nur in der Autobranche ist eines knapp, sondern fast überall. Das sind Auszubildende. Heute startet das neue Ausbildungsjahr. Und noch immer gibt es Ausbildungsplätze. Einige Branchen suchen händeringend Leute. Wo ist es am heftigsten? Und warum finden manche trotzdem keinen Platz, obwohl es doch angeblich so viele gibt? Das und mehr bespreche ich mit meinem Kollegen in Hamburg, Markus Blettendorf von der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Markus, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, es ist ja schon einige Zeit so, dass es zum Ausbildungsjahr immer so ist, es gibt mehr Lehrstellen als Bewerber. Dieses Jahr also auch wieder. Das sieht zumindest so aus. Die Bundesagentur für Arbeit, die hat gestern Zahlen veröffentlicht und demnach hat es im Juli 492.000 gemeldete Lehrstellen gegeben. Das sind gut 20.000 weniger als im vergangenen Jahr und mehr als 200.000 davon waren im Juli noch nicht besetzt. Jetzt muss man dazu sagen, im Juli ist noch immer sehr, sehr viel Dynamik in diesem Ausbildungsmarkt. Also die ganz aktuellen Zahlen heute, die werden ein bisschen kleiner sein. Aber ist es denn sicher, dass trotzdem Ausbildungsplätze nicht besetzt sein werden? Davon kann man wirklich ausgehen. Auch hier wieder Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit. Die haben gemeldet, dass von Oktober vergangenen Jahres bis Juli 402.000 Bewerberinnen und Bewerber für Lehrstellen unterwegs gewesen sind. Das sind 10.000 mehr als im Vorjahr. Aber man sieht es an den reinen Zahlen. 492.000 offene Stellen, 402.000 Bewerberinnen und Bewerber. Da klafft einfach eine Lücke. Aber wo sind denn die ganzen Bewerber, wenn das immer zu wenig sind? Woran liegt denn das? Na, wir haben einen demografischen Effekt. Die ganzen Babyboomer gehen jetzt so langsam, aber sicher in Rente. Und es gibt einfach zu wenig Menschen, die nachrücken in diese Berufe. Dann haben wir noch ein Phänomen, das nennt sich berufliche Desorientierung unter Experten. Die haben eine Umfrage gemacht und festgestellt, na, ungefähr nur ein Drittel aller Azubis hat zum Ende der Schulzeit bereits gewusst, in welchem Beruf sie wollen. So, und wenn man jetzt nicht weiß, was man werden will, dann drückt man halt noch weiter die Schulbank oder fängt ein Studium an. Das trifft auch ganz gut zur zunehmenden Akademisierung, die wir sehen. Wir haben viele Berufe, die heute ein Studium erfordern, was früher reine Lehrberufe gewesen sind. 2021, da hatten wir mehr als doppelt so viele Studierende wie Auszubildende. Eigentlich müsste das ja total komfortabel sein. Man sucht einen Ausbildungsplatz und hat die freie Wahl. So in der Theorie ist zumindest pro Bewerber oder pro Jugendlichen ein Platz da. Jetzt sind 120, haben aber keine Lehrstelle, keinen Ausbildungsplatz gefunden. Wie passen das zusammen? Gar nicht. Nee, das passt gar nicht zusammen. Ist aber schon seit langem ein großes Problem am Ausbildungsmarkt. Mismatch nennen das die Experten, wenn Angebot und Nachfrage einfach nicht sauber zusammenpassen. So ein Mismatch, das haben wir auf einer geografischen Ebene. Die Lehrstellen sind einfach da, wo die Bewerber nicht sind und umgekehrt. Das ist eins der großen Probleme, die wir da haben. Und es
gibt halt Menschen, die können und wollen nicht einfach aus ihrer Region dann wegziehen einer möglichen Lehrstelle hinterher. Denn so ein Ausbildungsplatz in Hamburg, Frankfurt, München, das ist ja schön, wenn ich bezahlbaren Wohnraum finde. Jetzt sind in der aktuellen Studie zufolge zwar die Ausbildungsvergütungen in der Vergangenheit gestiegen, gut 700 Euro bis hin zu 1650 Euro im Monat im letzten Lehrjahr sind da drin. Aber wenn ich mal in den Mietmarkt gucke, in einer Großstadt, da kostet allein ein WG-Zimmer schon mal 500, 600, 700 Euro. Und dann haben wir noch einen weiteren Mismatch, auch schon seit geraumer Zeit. Da sieht man einfach, dass sehr, sehr viele Bewerberinnen und Bewerber sich auf ganz, ganz wenige Berufe konzentrieren. In denen gibt es dann einfach zu wenig Lehrstellen. Und was heißt das? In welchen Berufen ist das vor allem so? Was sind da so die Top-Gefragten? Ja, die Hitliste, die verändert sich auch nur sehr sukzessive. Ganz weit an, obendran haben wir den Kfz-Mechatroniker. Wir haben die Kaufleute für Büromanagement. Wir haben die Einzelhandelskaufleute. Wir haben die medizinischen Fachangestellten. Das sind so die wirklich beliebten Ausbildungsberufe, wo die Leute hindrängen. Im Handwerk, vor allem in den kleinen Betrieben, sieht es da sehr, sehr viel dünner aus. Da fehlen die Azubis in den Bäckereien, in den Fleischereien, in der Gastronomie, im Sanitärfachbereich, aber auch in der Logistik. Man kann vielleicht so ganz grob mal sagen, also überall da, wo die Arbeitszeiten, die Vergütung nicht wahnsinnig attraktiv ist, ich vielleicht keine große Karrierechancen habe, ich vielleicht hart körperlich arbeiten muss, da ist die Zahl der Bewerber halt einfach gering. Aber es gibt doch jetzt seit diesem Jahr so eine Ausbildungsplatzgarantie. Bringt die irgendwas? Ja, natürlich bringt die was. Da sollen die Jobcenter und die Arbeitsagenturen Auszubildenden, die noch keine Lehrstelle gefunden haben, dann in außerbetriebliche Ausbildungen vermitteln. Allerdings werden da nicht alle unversorgten Bewerberinnen und Bewerber von profitieren können, denn es gibt eine ganze Reihe von Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Und diese Jobgarantie gibt es nur in den Gebieten, also diese Ausbildungsgarantie gibt es nur in den Gebieten, wo es zu wenig Lehrstellen gibt. Also unversorgte Bewerberinnen und Bewerber im Großraum München, die werden da wohl kaum von profitieren. In Stade oder Bremerhaven sieht das vielleicht ein bisschen besser aus. Experten empfehlen aber und auch die Verbände unversorgten Bewerberinnen und Bewerbern, sich unbedingt auch nach dem heutigen Stichtag, dem Ausbildungsbeginn, noch zu bewerben. Man kann eine Ausbildung zu anderen Zeitpunkten anfangen. Es gibt viele Abbrecher, die ihre Ausbildung abbrechen, da werden dann Stellen frei. Zudem heißt es unbedingt Beratung in Anspruch nehmen, auch mal über den Tellerrand gucken und nicht nur in dem einen Wunschjob nach einer Ausbildungsstelle suchen. Und Arbeitgebern wird empfohlen, bei der Auswahl von Azubis nicht nur auf die Schulnote zu gucken. Ja, das ist auch noch ein guter Tipp. Also die Misere im Ausbildungsmarkt bleibt. Markus, vielen herzlichen Dank. Gerne. Ein Blick in die USA. Gestern Abend gab es, wie erwartet, keine Zinssenkung. Jetzt kommt die Notenbank dort aber so ein bisschen in die Bredouille, denn der Druck wächst, die Anforderungen aus der Wirtschaft wachsen und vor allem die politische Lage könnte sich verändern. Was heißt das dann für die Entscheidungen der Notenbank? Wie muss die sich positionieren? Das und mehr besprechen wir mit Askan Iredi. Er ist Portfolio-Manager bei Plutus Vermögensverwaltung. Schönen guten Tag, Askan Iredi. Guten Morgen. Ja, also es gibt eigentlich nichts Neues, nämlich keine Zinssenkung in den USA. War erwartet worden, aber bei 3% Inflation, ein anderes Inflationsmaß sogar 2,5%, hätte man ja eigentlich mal sagen können, wir kommen nicht so dicht an die Wahl ran, wir machen das Ding jetzt. Warum nicht? Ganz ehrlich, das kann ich auch nicht verstehen. So gesehen muss ich mich auch fragen, ob Herr Powell noch der Richtige ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich das so wie Herr Trump sehe, wo Herr Trump immer gerne das durchsetzt, was seiner Person am meisten nützt, sondern schlichtweg auch aus der Sicht dessen, nämlich was die Märkte benötigen, eine starke Hand. Und Herr Powell hat sie leider vermissen lassen, die starke Hand. Er hätte ohne weiteres die Zinsen senken können. Ein Viertel wäre jetzt auch das richtige Signal gewesen. Jetzt wieder anzukündigen, dass man im September dann wahrscheinlich die Zinsen senken wird, wird ihm aber gleichzeitig im September die Möglichkeit geben, denn dann nichts zu tun. Mit anderen Worten, es ist immer wichtig, dass Notenbanken darauf achten, ihre Fußfreiheit zu behalten, ihre Beinfreiheit zu behalten, damit man in dem Moment, wo man reagieren muss, auch reagieren kann. Langfristige Ankündigungen, wie er es jetzt schon häufiger gemacht hat, hat ihn auch letztlich schon häufiger in Bredouille gebracht. Also ich finde, kein besonders kluger Schachzug von ihm und vor allem glaube ich auch, dass er schlichtweg das Rückgrat vermissen lässt, was er an dieser Position bräuchte.
Die Märkte schreien ja schon seit ein paar Wochen so nach Prep for Sep, also sich auf den September vorbereiten. Das hat er angekündigt, aber Sie sagten es, er hat schon mal zurückgerudert. Es ist ja also auch nicht ausgemacht. September ist dann auch 2 Monate vor der Wahl in den USA ein recht unglücklicher Termin. Und ist da jetzt nicht ohnehin, wir reden davon seit einem über 3/4 Jahr, ist da jetzt nicht ohnehin schon mal so ein gedanklicher Investorenhaken dran, so dem Motto, wird schon irgendwann jetzt kommen und die Märkte haben das jetzt sozusagen eh schon antizipiert? Ich glaube, wir sollten mal gucken, was das bedeutet. Wir haben ja, wenn wir mal die Inflationsrate vom Juni nehmen in den USA bei 3% und den jetzt 5¼ bis 5,5% Leitzins in den USA, ja immerhin kräftige positive Zinsen. Also einen Nettozins, der über der Inflationsrate deutlich über 2% drüber liegt. Das ist aus meiner Sicht viel zu viel, wenn gleichzeitig die Wirtschaft ja, und das sehen wir sehen es ja auch an den Quartalzahlen aktuell, die Wirtschaft eben nicht so läuft, wie sie laufen sollte. Das hat sehr wenig mit der anstehenden Wahl zu tun, sondern sehr viel auch mit der Verantwortung zu tun, die man als Notenbankpräsident eben trägt, rechtzeitig ja, das Ruder wieder herumzuwerfen. Denn selbst wenn das Gespenst Inflation nicht komplett bekämpft sein kann, muss man doch gleichzeitig darauf achten, dass man nicht ja, sozusagen die Bazooka auf der falschen Seite auspackt. Mhm. Nun ist sozusagen die Laufzeit von Jerome Powell als Chairman sozusagen geht dem Ende entgegen. 2026 wird da neu entschieden. Donald Trump hat ihn damals installiert, könnte aber als möglicher neuer Präsident dann vielleicht auch eingreifen und schon früher entscheiden, dass er das neu besetzt? Werden wir sehen. Wir wissen ja letztlich auch gar nicht, wer dann alles in Frage kommt. Wir haben aber ähnlich in Europa ja eine sehr politische Besetzung. Auch in Europa ist diese Entscheidung ja sehr politisch gefallen und nicht nur, sagen wir mal, auf der Basis von guter Eignung. Also so gesehen, da würde ich mir auch wünschen, dass zukünftig hier eine Kontinuität wieder reinkommt, dass eben auch wirklich Fachfrauen, Fachmänner diese Position bekleiden. Und das wäre, glaube ich, das, was wünschenswert wäre, vor allem im Sinne der Geldwertstabilität und der Finanzmärkte. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, so eine Notenbank ist unabhängig. Die hat ihr Mandat. In den USA sind es 2, Inflation und Arbeitsmarkt. So, nun ist aber so ein US-Notenbankgesetz so ausgelegt, dass man da extrem viel Spielraum hat. Also niemand macht ihr Vorgaben, niemand kann sie beeinflussen. Aber wie kann die Aussicht auf die Präsidentschaft schon heute andersrum beeinflussen, was die Fed tut? Kann die sich da auch schon besser positionieren? Ich hoffe nicht. Also die Fed sollte tatsächlich ihre eigenen Maßstäbe ansetzen. Tatsächlich hat sie ja andere Maßstäbe sich selber gegeben, als wir es von der EZB oder früher auch von der Bundesbank kennen. Sie haben zum Beispiel das Thema Arbeitsmarkt ganz stark im Fokus. Der Arbeitsmarkt ist natürlich unglaublich wichtig, auch für den sozialen Frieden, aber letztlich als Kriterium für eine wirtschaftliche Entwicklung taugt er immer nicht wirklich, weil er so stark nachlaufend ist. Nachlaufen, weil eben Arbeitsmärkte sich später verändern, als die wirtschaftliche Leistung sich verändert. Wir sehen das ja in den USA jetzt seit dem ganzen Quartal, dass es durchaus rückläufig ist, aber der Arbeitsmarkt eben weiterhin sehr stabil bleibt. Glaube ich, ist eben als Taktgeber ungeeignet und da hat die USA sozusagen vielleicht auch oder insbesondere die Fed den falschen Signalgeber selber gewählt. Sollte vielleicht also etwas besser wieder gucken, was sind alles noch die Kennzahlen, die jetzt für uns ganz im Vordergrund stehen sollten. Donald Trump hat da sehr eigene Vorstellungen und nehmen wir mal an, ihm gelingt die erneute Präsidentschaft. Er will niedrige Zinsen, weil die hohe Verschuldung viel Geld kostet. Er will einen schwachen Dollar, damit die Exporte gut laufen. Und er will eine niedrige Inflation. Wenn man mal so ein volkswirtschaftliches Buch über das erste Kapitel hinaus gelesen hat, dann weiß man, die drei gehen nicht zusammen. Was kann die Fed da noch machen? Also ich glaube, an Trumps Lippen zu kleben, war noch nie besonders weise, weil er sagt ja immer das, was ihm und seiner Person nützt. Und ich glaube häufig gar nicht das, was am Ende sinnvoll, realistisch ist. Also er ist für mich nicht der klassische Denker, ein klassischer Volkswirt, der sagt, so und so hängen die Dinge zusammen, also versuchen wir sie sinnvoll zu beeinflussen, sondern er erzählt das, was gerade letztlich auch von den Menschen gewünscht wird.
ist für mich kein ausschlaggebender Punkt. Natürlich hat er lauter Dinge, die er sich vorgenommen hat, die der US-Wirtschaft nutzen würden. Am Ende würde es uns wahrscheinlich auch nützen, wenn den USA es gut geht. Aber keine Frage, das ist natürlich noch ein langer Weg, ganz aktuell auch ein langer Weg, weil eben ja, die Zeiten sind gerade auch in den USA nicht so gut, so wie bei uns auch, die Wachstumsraten nicht wirklich hinterherkommen, zumindest den Erwartungshaltungen auch der Börsen ja nicht hinterherkommen. Ja, 2,8% Wirtschaftswachstum in den USA gegen minus 0,1 hier bei uns, das sind schon Welten. Diese Woche berichten nun gerade die meisten Unternehmen in den USA, hierzulande übrigens auch. Was ist denn Ihr Zwischenfazit bis jetzt? Wie sieht's denn aus? Also es waren alles in allem nicht besonders gute Zahlen. Wir haben uns aber auch vorher darauf einstellen können. Es läuft eben seit einigen Wochen schlecht und das sieht man auch jetzt in den Zahlen. Es ist also vielleicht noch mit Ausnahme der großen Technologieunternehmen, die aber teilweise auch abgestraft worden sind, alles in allem doch Zahlen, die ein bisschen Ernüchterung zurückbringen. Der Markt nimmt es aktuell alles in allem noch gelassen, ganz schwer nach dem Motto, naja, ich habe es ja vorher gewusst, dann macht es nicht so viel aus. Allerdings sollte es auch so nicht weitergehen und so gesehen ist natürlich die Hoffnung da, dass gerade zum Jahreswechsel dann, also wir dann nochmal wieder eine Beschleunigung und Belebung bekommen. Die Hoffnung ist ein bisschen berechtigt, weil man ja gleichzeitig die US-Wahl am 5. November haben wird, die immer auch einen guten Rückenwind, wie sie auch immer ausgehen mag, einen guten Rückenwind für die Ökonomie mit sich bringt. Das guter war zumindest früher so. Gutes Stichwort. Genau. Vielen Dank, Askan Eredi. Vielen Dank, die Hoffnung stirbt zuletzt. Heute ist ein bisschen weniger Hoffnung am Aktienmarkt. Es ist wieder ein bisschen runtergegangen, aber nichtsdestotrotz. Wir schauen in den morgigen Tag. Da ist dann schon fast Wochenende. Meine Kollegin Melanie Böff ist dann hier für Sie da. Machen Sie es gut.